Also ich würde die Tür erstmal wegbomben jetzt. Ja, mach das. Wir können ein bisschen Expo gegenballern. Ja, warte, lass mich hier erstmal. Ja, war ja doch. Okay, ja, jetzt nicht mehr laufen, ne? Ah, Scheiße. Nein, beim letzten, Alter. Beim allerletzten wieder. War ja so klar, Mann. Wieder zu weit. Und ihr schießt dann auch nicht. In der Kritik-Denk-Klima. Das ist irgendwie mein Ja, ich rechne doch nicht damit, dass. Naja. Also, wenn Odi fliegt. Okay. Damit rechnest du nicht. Rechnen. Gut, also dann wollen wir mal raiden, aber wo? Wo wollen wir hin? Wollen wir die Franzosen, die Tschechen aufmachen? Ja, oder? Am anderen Flussseite da? Haben wir es nicht so weit, komm. Gut. Konkurrenz ausschalten. Lass mich raten, alle laufen rechts lang, außer ich? Ja. Hallo, ihr Trottel! Guck mal, und ganz hinten rechts, der Jules läuft ganz falsch. Er macht einen Riesenbogen. Mhm. Du machst wirklich einen Riesenbogen, ohne Scheiß. Du musst hinten ums Wasser rum. Ich kann da auch hier vorne rüberlaufen. Ja, das hast du jetzt erst gerade das gesagt. Boah, ihr macht. Leider nicht nur mit ihm können, wa? Und von oben. Naja, wollen wir von oben rein? Oder was? Mhm. Ich glaube, von oben macht gar nicht mal so, ist gar nicht mal so viel günstiger als von der Seite, um ehrlich zu sein, bei der Base. Aber denk dran, der ist schon oben offen, ne? Der hat keine Decke drauf. Das ist eine Heli-Plattform. Also es war mal eine 2x2 mit einem Dreieck vorne dran. Ne? Also gehe ich stark von aus, dass das erste außenrum eine Honeycomb sein wird. Wir können es uns ja gleich angucken. Ja, also innen drin ist immer noch das gleiche, was du gerade gesagt hast. Und außenrum ist ein Honeycomb und eine Wand einfach nur hochgezogen. Also Dach fehlt komplett obendrauf. Ja gut, er hat halt innen drin auch noch Stein. Also ich würde die Tür erstmal wegbomben jetzt. Ja, mach das. Wir können ein bisschen Expo gegenballern. Ja. Kunde. Ich habe keinen Schalldämpfer mitgenommen. Ne? Ach komm, mach da, egal. Haben wir wenigstens ein bisschen Spaß, wenn wir hier raiden. Wir raiden außerdem eh mit Rockets, also von daher, weise ist nicht. Vielleicht pass auf, wenn du hier runterfällst, ne? Sonst ja, hinten ist ein Stacheln. Ja. Und jetzt, Ich würde hier tatsächlich versuchen, warte mal. Ich würde hier auf den Türrahmen quasi mit der Rakete, dass die Tür und gleichzeitig die Wand auch. Die rechte Tür und die Wand. Ja, oder? Ja. Sieht am zentralsten aus. Ich schieße auch nach oben, damit es oben auf wird. Ja. Ah, können wir schon sparen. Oh, da geht's nach unten. Ja, schieß da unten rein. Unten links in die Tür schieße ich rein. Okay. Jetzt ein bisschen Expo drauf da. Ja, ich komm. Eine Rakete haben wir jetzt echt gewastet, na egal. Auf die linke Tür, ne? Ja. Auf. Mhm. Explo. Auf. Sind drinne.
Passt, bitte. Mir fehlt noch was. Muss was. Ich kann nicht vorrushen, weil ich nicht weiß, ob da eine Trap rumhängt. Junge! Nee, ist clear. Warte mal. Oh, okay. Guck mal, 169 Schrott, eine Shotgun-Trap. Steinmauer und Licht. Metall. Ja, macht hier die Tür einfach nur mit Explo, oder? Okay. Echt? Nicht mit Rakete? Ja, wie viele Raketen haben wir denn? Fragen wir mal so. 3, 6, 9 noch. Ja, dann mach mit Rakete. Eine. Ja, und dann Rest Explo. Ja. Gut, dann lass mich mal dahin. Ja! So, ist auf. Kannst gucken. Das müsste jetzt eigentlich den Haupt. Ja, hier liegen sie. Der erste liegt schon mal da. Ja, wir sind drin. Zahnräder, 4 Sets. Mach den TC gleich kaputt. Explo. Ja, mach ich. Check mal her. Au, au, au. Oh, 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 oh. Guck mal, ein HQ, Alter. Guck mal da rein, ja. Ui, du musst dann sagen, wenn wir rausnehmen können. Ja, ich konnte jetzt nicht so lange gucken wegen dem Feuer, aber es waren noch 400 HQ oder so, ne? In etwa. Ja, guckt alle Rinder, ja. Könnt ihr rausnehmen. Wenn ich gerne mal gucken möchte. Kohle, yes. Hat jemand noch ein bisschen Holz? Locker hat keiner gesehen, ne? Nee, ich habe, warte mal, hier ist Holz in der einen Kiste drin. Ja. Okay. Boah, wie viel Samen, Alter, alle mitnehmen. Alter, meins. Mach ich mal schnell einen TC. Wofür? Oder wollen wir. Na gut, ist egal. Lass sie mal, vielleicht kommen sie noch wieder und bauen weiter. Aber mich würde mal interessieren, wenn die anderen Dinger hinführen. Hier geht noch was nach oben. Ja, aber da drüber ist doch direkt die Flugdecke. Meinst du? Was ist denn das hier? Guck mal hier. Da ragt irgendwas von oben raus, oder? Wo? Wo bist du da draußen drinne? Ne, unten beim TC-Raum. Was ist das da? Da. Das ist ein Bogen. Oben liegt nur einer. Ah. Ja, ja, die haben zwei Etagen. Soll ich noch eine Rakete reinjagen? Ja, warte, lass mich hier erstmal. Ja, weil doch. Okay, ja, jetzt nicht mehr laufen, ne? Ah, Scheiße. Ja. Was kommt denn davon, wenn man denn. Ob ja treffen möchte. Dann komm mal wieder zurück. Belohn mich. Jetzt haben sie wieder alle was zu lachen. Ja, typisch Uli, der muss immer sterben, wenn ich ein Gegner ist, macht er selber. Hat keiner gesagt. Nur gedacht. Ich rede Schnauze. Ich rede von den ganzen Zuschauern. Und mein Hater. Ist das ein Trottel, ey? Er kann auch nicht. Hast du jetzt den Türrahmen also getroffen, oder? Oder hast du auch oben die Tür getroffen? Ich hoffe die Tür. Ja, die Tür auch. Oh ja, hier sind Kisten auch noch. Siehst du, was sag ich? Ja, Komponenten einige. Aber sie guckst dir gleich selbst an. Ja, nichts rausnehmen. Ja. Nö. Pass auf, dass der Rocket Launcher nicht explodiert. Ich hab extra den Rocket Launcher schon genommen. Ah. Bleib mal lieber draußen. Falls was kommen sollte, zufälligerweise. Haben wir vielleicht einen Blocker hier drin? Warte mal. Einer. Auch nicht. Und dann wieder kein Blocker. Kein Blocker. Odi, das sind richtige Roleplayer. Die haben so einen Planter hier. Wo du Samen reinsetzen kannst. Das habe ich aber schon beim Research-Shelby gesehen, wo da die Research-Shelby erzeugt ist, was sie lernen wollten anscheinend.
Da liegt ein Schlafsack auf dem Weg zu uns. Dark draußen. Das ist clever. Sollten wir vielleicht alle mal machen. Ey, oh! Alte Hackfresse, Junge. Kommt mal, Rosan ist angelaufen. Rosan? Selber Schwein. Wer von euch hatte denn unten das HQ rausgenommen? Ich. Okay, hier nimm mal. Ich hab nur noch ein einzelnes. Ich wollte Odin nicht sehen. Nein, 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 ich hab das unten aus dem TC, aber ich hatte nur ein einzelnes. Ah, da. Ich hab aus den Kisten nichts rausgenommen. Wo bin Odi, ich denn? Schmeiß den. Ach, da. Links. Oh, yeah. Und den Launcher schmeiß ich dir jetzt gleich hier hin, Achtung. Warte, warte, warte. Erstmal nicht leer machen. Wenn du Essen brauchst, ich hab hier auch jede Menge. Ne, ich hab mich hochgefordert schon. Vielen Dank. So, jetzt kannst du den Launcher werfen. Und oben ist clear, ja? Ja, ja. Oh, oh, ist eine Kiste. Oh! Mhm. Junge! Oh, guck mal, da haben wir ein großes Windkraftwerk. Und ja, oben rechts Kohle. Hat Kohle? Oh. Oben rechts, glaube ich, oder? Na, oben rechts nicht viel, nur ein bisschen. Unten rechts, runter. Unten rechts. Ja, 4000, ja. Ja, gut. Ja, gut, aber besser als nichts. Besser als nichts, genau. Montage wie Sau. Komponenten, oh, total, Junge. Nice, da müssen wir ein paar Mal laufen. Würde ich sagen, machen wir mal eine Metalltür rein, wa? Ja. Ich bin noch komplett leer, ne? Ja, dann komm rein und dann. Ja, ich habe hier unten gerade die Sachen am Einsammeln: den Flame Turret, die Granaten. Ach so, ja, gut. Oh, warte mal, die kennen uns doch noch. Kennen die meinen Namen noch? Und dann irgendeiner hatte ihn noch gekannt. Ich glaube, Energetics wurde gekillt, ne? Und den? Kann sein. Hier sind noch 12 Kugeln. Noch mehr Kohle. 24 Gears. Ich komm mal hoch und dann sammle ich auch ein bisschen was ein. Ja, mach mal. Ich renne schon mal zurück. Ich bin voll. Low Grade, 72, nehme ich. Dann komm ich mit. Ich habe auch schon 228. Setzt ihr eine Tür? Ich mach noch eine, ja. Metall, naja gut, Metall müsste da sein. Ich hab ihn, ja, alles gut. Wollen wir denn weiterreiten? Ich mach aber eine Single Door hier unten rein. Ja, mach. Ja, ja. Geh schon mal einmal eine Runde laufen. Ich mach jetzt mal Cut, weil muss ja nicht laufen gezeigt werden. Ja. Dann können wir halt nochmal einen Raid machen woanders. So, wo willst du jetzt aufspringen? Bist du schon da? Ich bin kurz davor, ja. Achso, gut, weil. Rennst du nicht hinter mir? Nee. Ach so. Ich stehe gerade hier in der Base und warte, dass du kommst. Ja, Leute, ich bin schon längst los, Alter. Was ist denn das hier? Ich habe die drei Hosen auch noch mitgenommen. Was hast du mitgenommen? Die drei Hosen habe ich auch noch mitgenommen. Ja, sehr schön. Achtung. Ja, Achtung ist, glaube ich, nur, wenn höchstens ich selber auf mich abgegeben. Ich sterbe ja daran. So, ich könnte da rinballern. Energetics, auf geht's, Feuer frei, rechts. Rechts, 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 rechts. Du müsstest sogar vielleicht, wenn du hier in der Mitte schießt, beide treffen damit. Ja. Auf den Rahmen meinst du? Ja, schieß mal auf den Rahmen. Nee. Ja, aber dann haben wir jetzt beide auf. Ja, okay. Aber hat er ja nicht getroffen, beide. Ich hab den Rahmen getroffen. Ja, ich meinte eigentlich dahin, aber ist egal. Der macht die anderen Tür auch nochmal auf. Ja, geht nur da draußen. Ja. Nur die Ölraffinerie. Haben sie eine eingebaut? Oh, guck mal. Oh, ja. Alter. 4, 8000, 2000, 3, 1337 Öl, Alter. Oh, nice. Und 500 Gebraten. Hat sich das ja schon gelohnt. Ja. Aber haben sie geil gebaut, muss ich sagen. Warte mal, jetzt gucken wir nochmal genau, ob wir hier noch was haben. Hier liegt nur eine Leiche. Meins. Brauchen wir einen Strahler? Nö. Nein, eigentlich nicht. Eine Tür? Ein Revolver?
Die Tür ist eine Holztür. Welche Tür? Ich meine, ein Hartkuhfenstergitter? Nee, oder? Na gut, dann nicht. Was haben wir hier noch so schön? Hat. Hier eine Lampe, ein bisschen Holz. Daraus können wir Techwash machen, aus dem komischen Zähler da. Ich hab auch noch einen Zähler mit. Die HQ-Hose können wir auch noch schreddern, die HQ. Kennt ihr vor der Base bei den Gegnern? Ja. Okay. Achso, scheiße. Mal. Wollen wir mal aufmachen. Ach. Für die nächste Base. Ach, Moment mal. Haben die hier oben komplett offen oder haben sie hier wenigstens eine Tür drin? Oder ist hier mal jemand rumgelaufen? Vielleicht ist hier hinten auch noch was? Hier hinten ist nicht noch hier hinten ist nämlich auch noch Twig. Nee, alles gut. Ah, ist gut. Okay. Gut, wohin jetzt? Wir haben noch 6 Raketen und ein paar Brandrockets. Und anderthalb Stacks extra Muni noch. Also immer klein können wir da auch machen. Ja, Richtung H11, da sind 3-4 Basen. Du brauchst einfach nur Richtung H11 laufen und du läufst an etlichen vorbei. Also. Eine ist etwas größer, in der Mitte einmal zwei aus Stein und außenrum aus Holz. Die haben wir vorhin aus der Luft gesehen gehabt. Ich bin halt über voll schon gedrückt, ne? Ja, ich bin ja jetzt noch leer. Dann bist du alle leer. Ich hab auch nur 3 Hosen, sonst alles leer. Ah, die Hosen hast du dir gesichert. Das Öl ist aber schön viel Öl, Alter. Die waren oft auf dem Meer anscheinend, die Jungs. Hier ist die erste. Die haben sie gestern geradet, haben wir Counter geradet. Ja. Ich glaube auch nicht, dass hier noch großartig was passiert ist an der Base. Die hat sie da eingeschlossen, hat da rumgehackt da drinnen. Aber die ist auch nicht so, glaube ich, nicht so interessant. Ne, ist auch nicht. Oh, Schwefel. Oh. Ja, kann ich auch nicht los. Dalton? Ne, ist keine Base. M10 ist auch noch einer. M10. Ah, ich weiß, wo wir hin können. Kannst du dich erinnern an die ersten. Hier hinten ist ersten... noch eine. Oh, ja. Was? Wo? Richtung 80. Aber sag ruhig erst, wir können auch dahin, wo du jetzt gesagt hast. Am Anfang, wo wir da gegen die Typen mit dem Pferd gefightet hatten. An der Straße. Die 2x1. Nee, 2x2 war das, ne? Ja, größer als 2x1, ja, meine ich schon. Ich glaube sogar, Dings hat mit 80 die Base schon gesehen. Ach, deine Pick-Aktion da. Pick-Aktion? Nee, da warst du nicht bei. Da war nur Dings bei, Energetics und Dark. Ne, ich meinte hier, ganz am Anfang hatten wir doch eine Base gehabt, wo wir... Ja, das war noch vor dem Anfang. Oh, also eine Kettensäge. Ich meine die hier. Ja, ich meinte jetzt auch die hier. Das ist die auf 80 gewesen. Eine Leiter haben wir nicht, wa? Doch, ich... Ah, nee, scheiße, hatte ich vorhin rausgenommen. Aber guck mal, ob du hier hochkommst. Wenn, würde ich nach links gehen. Hier ist die höchste Stelle. Wo? Okay. Ja, gehen wir mal nebeneinander. Musst du springen halt, ne? Ups, Alter, warte. Ja. Halt schnell, warte. Jetzt. Stückchen. Woll. Wir bräuchten aber aus Zweck irgendwas, sonst hauen wir uns hier gegenseitig Raketen unter Ohren. Dass wir ein bisschen nach außen gehen können. Ich glaube, wenn ich da einschieße, Alter, dann haben wir. Warte, ich mach gerade hier, sammle ein bisschen Holz auf, mach einen Bauplan. Ich mach schon einen Bauplan. Gut. Wie viel Holz hast du? Ja, ich schmeiß dir gerade was hoch. Machst du am besten, was ist das hier? Hamster. Achtung, stell dich mal hier vorne hin. Bist du?
Spring hier. So, Achtung. Nein. Nochmal. Jo. Eine Sekunde. Da müsstest du ja einen ganzen Hit, einen Halbhit machen können, wa? Soll ich hier? Ja, ja, genau. Das wird. Das wird aber knapp, dass das nicht kaputt geht. Probieren. Kriegst du den Schaden? 3. Perfekt. Klappt. Nein, beim letzten, Alter. Beim allerletzten wieder. War ja so klar, Mann. Mittig ist ein Steg da in der Mitte. Wir müssen in der Mitte hochspringen, sonst fällt er rüber. Achso, ja, können wir da trotzdem. Achso, ah, es gibt gleich Türen. Falls ein Trap kommt. Warte mal, du sollst nicht springen. Jetzt kannst du. Wie es aussieht, zu zweit. Nee, ist alles offen. Warte mal. Nee, da ist nicht offen, aber da können wir trotzdem rein. Ja, Siehst du den TC? Den TC habe ich, der ist auch voll. Dann bau doch einfach hier draußen was hin, dass wir hier auch hoch können. Mach einfach eine Foundation noch dran. Brauch ich mal einen Bauplan? Ja. So. Mach Foundation und eine Treppe hoch, fertig. Zack. Zack. Metall haben wir genügend, Steine, Haku. Ja, ist jetzt nicht ein super dicke, aber. Hier ein paar Components, 47 Schrott. Ja, passt. Da ist passt, er ja. Brugger, Alter. Und Viertmarschall Hauwock. Kann ich rausholen, die Sachen? Ja. Stirbt er nicht, oder was? Doch. Odi. Ja. Wie viel Low-Grade hast denn du jetzt fertig, also fertig ist? 486. Oh, okay, weil da hinten steht ein Heli, dann könnte man auch nochmal schnell über die Map fliegen und gucken, ob hier in der Nähe noch was ist. Könnte man. Mehr kann ich nicht aufnehmen aus der Kiste. Kommt mal alle runter, mach dich mal voll. Wie gesagt, hinter der Kuppel ist eine Base, ne? Ja, das ist Crap. Na toll. Warten. Ah, ne, schon okay, passt schon. Haben wir immer noch keinen Blocker gefunden? Nee, ne? Nee. Eieiei. Das soll doch nie sein, wa? Soll nie klappen, dass man über elektronisch funktioniert, ja. So, Bauschatten müsste ja auch leer sein, ne? 20 Metallsplitter haben wir noch da in dem Ofen. Ja, die 20. Kann einer Zahnräder, Rohre oder irgendwas stecken? Nee. Ich nicht. Grab? Nee, hab ich auch nicht. Nee. Ich hab hier nämlich noch Bleche, Propantanks, Rohre, Federn. Ja, die müssen wir einfach zurückbringen, dann machen wir jetzt. Heimweg und dann schmeißen wir alles rein, sortieren, dann können wir ein bisschen neu kräften. Ich habe jetzt nur zwei Raketen nur noch. Gut. Das sei denn, ich finde eine Holzhütte, ne? Eine Holzhütte kann ich auch noch hochjagen mit den Brandrockets. Ich habe auch noch anderthalb Stacks Dings. Auch noch. Also bringen wir erstmal alles zurück, oder? Ja, gib mir mal bitte das Low-Grade, ich flieg den Heli dann zu uns. Man kann nie genug haben. Dann fliege ich mit. Ja, ich spring hinter dir. Komm, ich hab das hinter dir fliegen. Oh, da. Hier, hinter dir. Ja, ja, ist ja gut, Mann! Ja. Willst du fliegen? Ich kann's machen, kein Problem. Ja, also, dann mach mal. Fliegst du mit? Ja, klar. Willst du nicht, guck mal. Doch. Du willst nicht, dass ich fliege, glaub mit mir. Ja, dann komm. Dann lass mich jetzt zurückfliegen und du fliegst dann mal auf freiem... Auf freiem Feld. Aufs Maul, höchstens für dich. Dann musst du mal 10 Helis hinstellen. Schnauze, los, Sklave. Alter, das wird jetzt so gemein.
Der Odi kann das bestimmt. Ja, wenn ich mir ein bisschen hinsetze, wird übel klar. Aber will ich da mal zum Fliegen kommen hier? Wir sind auf die Schnauze. Jetzt komm, wir machen jetzt Jagd auf irgendwelche ekelhaften Wildschweine. Ja, zum Beispiel. Oh, hier schießt einer auf mich. In der Kriegsdenkzimmer. Das ist irgendwie mal. Ja, ich rechne doch nicht damit, dass. Das, naja. Also, wenn Odi fliegt. Damit okay. Rechnest du nicht? Nein. Ich kann mit allem rechnen. Jetzt Kopfschuss, Heli down. Nee. Soll ich dich nochmal in die. In den Zaun fliegen? Du kannst mich auch mal am Arsch lecken, jetzt davon. Ey? Mhm. Warum nicht? Ja, ne? War klar. Gib auf Kamera, Alter, du alte Schwulette, du. Schwule Jude halt, ne? So, na dann, Jungs, reingehauen. Da ist noch eine Tür, die geht nach unten und nach rechts. Und da können wir mit einer Rakete beide aufmachen. Weil irgendwie ist es komisch, dass da noch eine Tür ist. Ich weiß nicht, wo die hinführen soll. Da muss ja noch irgendein Bäumchen sein. Ein 1x2. Ja, wenn du reinkommst, links ist da auch noch was. Ja, das ist, glaube ich, was rumführt. Das heißt, ich wollte wie eine Honeycomb, aber ohne Honey. Naja, nee, das ist schon meine. Honey kommt ohne Honey. Ah, ja. Thank you.